Ich glaube, dass Scham generell etwas ist, was uns im Leben unglaublich beeinträchtigt. Und zwar in allen Facetten, aber natürlich auch insbesondere in Beziehungen. Und es gilt in erster Linie auch da, sich ganz zu öffnen. Denn wir werden in einer Partnerschaft nur Verständnis dafür erwerben können, wenn wir es dem anderen auch mitteilen und ihm auch ganz klar mitteilen, dass es jetzt nichts mit dem anderen zu tun hat, sondern in erster Linie nur mit sich selbst. Wenn man natürlich in einer toxischen Beziehung gefangen ist, in der der andere das ausnutzt oder auch noch narzisstische Freude daran hat, möglicherweise die Scham des anderen ständig neu zu befeuern, dann kann ich natürlich nur raten, die Beine in die Hand zu nehmen. Aber das ist unglaublich schwierig. Und ich bin immer, ich sage auch immer, ich bin im Nachhinein zum Beispiel wirklich dankbar, dass damals ich verlassen wurde und weil ich weiß nicht, ob ich mich hätte je so befreien können. Also das ist vielleicht das Einzige, wofür ich dann auch diesem Menschen dankbar sein kann. Aber das weiß ich nicht, das kann ich schwer beurteilen. Aber das war für mich zum Beispiel ein Segen, genauso wie dann dieser endgültige Zusammenbruch. Für mich waren das alles sehr segensreiche Momente im Nachhinein. Und in meiner, wenn ich jetzt überlege, wie groß der Gewinn ist, wenn man sich öffnet in einer Partnerschaft, wenn wie groß der Gewinn der Verletzlichkeit ist, dann ist das mit nichts aufzuwiegen. Und es gibt ja auch da nur zwei Möglichkeiten. Entweder, also die Liebe, wie du schon richtig gesagt hast, die Liebe liebt Verletzlichkeit. Und wenn es sich wirklich um eine aufrichtige seelische Beziehung und eine aufrichtige Liebe handelt, dann ist es quasi verpflichtend, solche Gefühle auch mitzuteilen. Denn wir können sie nur bedingt manipulieren. Sie werden auch egal wie viel man tut, sie werden auch wieder auftauchen. Damit muss man sich auseinandersetzen. Es gibt nicht die eine Tür, durch die man durchgeht und dann ist es für immer verschwunden. Das wäre Quatsch, weil dafür ist es einfach eine zu alte Sache. Aber Folgen, die man oft, ja, vor denen man oft Angst hat, die passieren gar nicht. So in dem Moment, wenn ich mich meinem Partner gegenüber wirklich öffne und dann kann das doch einfach nicht zu einer negativen Reaktion führen. Das Problem ist viel eher, wenn wir nicht kommunizieren, wenn wir die Dinge hinterm Berg halten, wenn wir versuchen, unsere Scham zu überspielen. Das sind ganz fürchterliche Momente und da wird man auch nie wirklich dann zu einer seelischen, aufrichtigen Beziehung kommen. Alles, was ich vertuschen möchte, führt dazu, dass man dem anderen misstraut, dass man sich eben nicht wirklich öffnet, dass man sich einfach nicht weiter in diese Bindung wagt. Und ich erlebe das aber in meinem persönlichen Umfeld. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich erlebe das andauernd. Und ich möchte den Leuten so gerne zurufen, hört endlich auf damit. Wir könnten alle so unglaublich gute, offene, aufrichtige Beziehungen, und zwar nicht nur im Bereich Männlein, Weiblein, sondern auch in Freundschaften, in auch beruflichen Themen haben. Wir tun uns überhaupt keinen Gefallen, wenn wir mit solchen Dingen hinterm Berg halten und die Probleme entstehen nur daraus, dass wir uns nicht öffnen und nicht, dass wir uns öffnen. Aber die Scham, und jetzt kommt es wieder hinten raus, will das nicht. Weil die ist natürlich lieber im Verborgenen und freut sich diebisch, wenn wieder irgendwelche Beziehungen kaputt gehen. Das Thema Meds ist abgeleitet, also die Amerikaner sagen ja, did you take your meds? Also das heißt ja quasi Pillen. Und ich habe das eben abgeleitet aus den vier Begrifflichkeiten Meditation, Ernährung, Dynamik und Schlaf. Und ich glaube, dass jeder begreift, dass das alles Dinge sind, die für unser Wohlbefinden immens wichtig sind. Mir ist es auch wichtig zu sagen, keine zusätzlichen Regeln, keine Selbstoptimierung. Bei der Ernährung ist es auch so, also ich glaube, jedem ist klar, Meditation hilft, um sich insgesamt besser zu, positiver gestimmt zu fühlen, nenne ich es jetzt mal. Positiver gestimmt zu fühlen. Das ist aber auch kein Muss oder kein Zwang. Es ist nur eine Option. Ernährung. Ich möchte nicht sagen,
bitte esst so oder esst so. Ich habe nur viel mehr in dem Buch dargelegt, dass viele Varianten des Essverhaltens, für die wir uns schämen, aus ganz anderen biologischen Prozessen herauskommen. Also, dass wir zum Beispiel gerade in meiner Generation als Kinder sehr, sehr viel Zucker bekommen haben. Wir sind auf Drogen gewissermaßen unser ganzes Leben und wir können gar nicht so richtig daraus. Und mir war es eben wichtig beim Thema Ernährung, und ich mache das nur ganz kurz, zu sagen, vieles, wofür ihr euch schämt, dafür könnt ihr nichts. Ihr könnt einfach nichts dafür. Es ist unendlich lange angelegt, ist fehlerhafte Ernährung schon im Babyalter gewissermaßen, ja, die dann einfach dazu führt, dass man auch später raus addicted ist. Das war mir wichtig bei der Ernährung, weil da ist so viel Schampotenzial ständig und es macht einfach keinen Sinn, weil sehr viele Dinge einfach für uns gar nicht da oben steuerbar sind. Sport, auch da bitte keine Drangsalierung. Ich habe den Sport deswegen reingenommen, weil auch da ist natürlich klar, dass es uns besser geht, wenn wir uns bewegen. Wir sind dafür gemacht, uns zu bewegen, rumzulaufen, spazieren zu gehen. Das tut dem gut. Also schafft euch einen Hund an und geht spazieren. Das macht total viel Spaß. Oder man sucht sich einfach einen Sport, der einem Freude bereitet. Weil Bewegung ist wichtig, aber nicht in der Optimierung, sondern für das Wohlbefinden. Und als letztes, klar, guter Schlaf. Ich glaube, das wird eben von vielen unterschätzt, die Komponente Schlaf und danach, was macht das Gehirn mit dir, es ist mittlerweile erforscht, dass sehr viele Abbauprozesse auch von schädlichen Stoffen im Gehirn in der Nacht stattfinden. Wenn das nicht stattfindet, führt das früher zu Demenz und auch zu anderen schlimmen Krankheiten. Deswegen ist die sogenannte Schlafhygiene ist ein schlimmes Wort, aber es ist wirklich extrem wichtig, auch da, es geht nicht darum, sich zu optimieren, es muss niemand was besser machen, aber es geht darum, dass man die Möglichkeiten sich schafft, um besser zu schlafen, was dann auch wiederum für die Scham weniger Angriffsfläche bietet, weil wir wissen auch, wer schlecht geschlafen hat, der wird am nächsten Tag nicht die besten Entscheidungen treffen. Deswegen, das sind nur Hinweise, aber nochmal keine Verbesserungsvorschläge. Natürlich trotzdem wichtig, aus dem einfachen Grund, weil wir sonst immer wieder in diese Verniedlichung geraten, ne? Weil dann werde ich auch immer gefragt, ja, das ist doch eigentlich nur ein schlechtes Gewissen. Und dann sage ich, nee, das ist nicht nur ein schlechtes Gewissen. So. Und schlechtes Gewissen ist eigentlich eine gute Sache. Wenn man halt irgendwie ständig zu spät kommt, dann ist es irgendwann nicht schlecht, wenn man sich das abgewöhnt. So, Punkt. Ja, einfach, weil es fürs Zusammenleben einfach besser ist. Und deswegen ist es schon, denke ich, immer wieder wichtig, auch diese Komponente anzusprechen, weil das deswegen zum Beispiel, und dann sind wir bei einem anderen Punkt, den ihr, glaube ich, auch noch ansprechen wolltet, deswegen ist es ja auch so wichtig, zum Beispiel in körperlichen Dingen der Scham zu begegnen oder sich eben auch darauf zu konzentrieren, dass man das nicht unbedingt nur psychologisch lösen kann, sondern eben wirklich am besten sich anschaut, welche Trigger sozusagen als Gegenspieler der Scham funktionieren können. Und da ist für mich eben immer wichtig, den Menschen zu sagen, versucht es mal mit einem zum Beispiel Dankbarkeitstagebuch. Ich bin da ein großer Freund von, denn die Dankbarkeit, das muss man wissen, aktiviert den Vagusnerv im Körper. Das ist der größte Nerv übrigens, den wir haben. Und der ist dafür zuständig, den Parasympathikus zu aktivieren. Ist alles kompliziert, heißt aber im Endeffekt nur, wir kommen in den inneren Frieden. Wir kommen wieder in den inneren Frieden. Und das ist eben deswegen so wichtig, weil man durch die Scham eben in diese Ohnmachtsfalle oft tappt. Also man fühlt sich ja, man ist in dem Moment so absolut ohnmächtig. Und wer das kennt, der weiß, und viele kennen es, das ist auch etwas, was man nicht so an- und ausknipsen kann. Also wenn ich einen richtigen Schamanfall kriege oder bekommen habe, wenn mich was Altes getriggert hat, dann, also mein Mann weiß auch, das kann mal einen Tag dauern. Ja, das kannst du nicht ganz leicht an- und ausknipsen, alleine aufgrund der ganzen Hormonausschüttung. Das dauert ein bisschen, bis der Körper sich beruhigt hat. Und dafür ist dann eben ein Dankbarkeitsritual, Dankbarkeitstagebuch überhaupt, sich mal zu fragen, ach komm, wofür war ich heute eigentlich dankbar?
So in sich reinspüren. Wofür bin ich heute dankbar? Ist ein ganz wunderbarer Gegenspieler zur Scham. Und deswegen, wenn man jetzt nur ein psychologisches in Anführungszeichen Problem hat, dann kann man dem zur Not auch eben so begegnen. Aber wir müssen schon versuchen, auch wirklich im Körper die Prozesse dann auch aufzuhalten. Auf lange Sicht auf jeden Fall.